Einer der vielen Höhepunkte beim Großramminger Motorrad-Revival waren auch dieses Jahr wieder die Läufe der Automobile. Vom Prototypen bis zum PS-starken IndyCar wurde ein großes Spektrum des Rennwagensportes abgedeckt. Ein Urgestein des heimischen Motorsports, Wolfgang Terschl, ist seit Jahren Stammgast in Großramming. Wolfgang, heute bin ich in Großramming dabei. Großramming ist ja anscheinend für viele ein ganz besonderer Rennboden, für dich auch. Es ist wirklich schön, hier dabei sein zu dürfen. Da geht es nicht ums richtige Rennfahren, da geht es um Showdown, um das wirklich schöne Autos auszugraben, den Leuten zu sagen, was sie haben. Das sind lauter historische Autos. Und der Unterschied ist zu einem richtigen Rennen. Da können die Leute hautnah zu uns hergehen, können die Auto bewundern, kann man Fragen stellen, wie viel Leistung haben das, wo sind sie eingesetzt. Das Wetter ist herrlich. Mir stößt richtig die Ganselhaut auf, also es ist echt Gas da in Großramming. Du selber bist ja mit ein paar ganz besonderen Gusto-Stickerl mitgekommen. Erzähl uns ein bisschen was über die. Ja, wie gesagt, da steht der Pro Sport LM 3000, das ist ein Gruppe C Langstreckenauto. Haben jetzt eineinhalb Jahre aufgebaut, haben sehr viel Leute dran gearbeitet. Danke an alle, ich kann es gar nicht namentlich aufzählen, weil dann ist wieder einer besser, wenn man vergisst. Nein, aber es ist ein Mega-Projekt gewesen, ist jetzt ein 3 Liter Cosworth mit Lader, hat ungefähr jetzt mit 0,7 bar Ladedruck 350 PS. Man könnte aufgetragen auf 500, je nach Berg und Steigung. Fünfgang sequenzielle Schaltung. Übersetzung auch zwischen 220 und 280, je nachdem. Aber es ist nicht jetzt die Endgeschwindigkeit, sondern das Gefühl der Beschleunigung, die Enge, die Hitze, das Direkte, ja, keine Servolenkung, keine Servobremsen. Es ist wirklich, Entschuldigung, das Wort, geil. Ja, daneben steht das schnellste Auto Österreicher vor mir Indy, der Fahrer sitzt da drüben, Galle Hubert, 420 Endgeschwindigkeit. Ist fast nicht geeignet für so einen kleinen Rundkurs, weil es ist, läuft normal in Oval drüben in Amerika. Aber so ein Stiegel ist wirklich einmalig. So, Hubert, du sitzt momentan in deinem Auto drinnen. Kann man da überhaupt von Sitzen nur reden? Wohl, das geht schon. Es ist ganz, ganz lässig zum Sitzen. Erzähl uns ein bisschen was über deinen Wagen. Ja, wir haben da ein Indica, was den amerikanischen im Oval gefahren wird. Wir haben das im Internet gesehen und wir fahren mit dem Auto am Berg in die Staatsmeisterschaft und die Europameisterschaft. Das fährt mit Ethanol? Das fährt mit Ethanol, ja. Wir fahren mit Ethanol. Der Motor hat, das ist ein Chevrolet-Motor mit 3,5 Liter Hubraum, mit 700 PS Leistung bei 10.800 Umdrehungen. Das Auto hat so um die 750 Kilo Vorfertiger. Wir haben keine Traktionskontrolle, wir haben keine elektrischen Hilfen in dem Auto, wir fahren mit H-Schaltung. Und für Großramming, für den Großramming-Ring anscheinend gerade das richtige Auto? Für Großramming passt es auf alle Fälle, weil wir können nur ein bisschen trainieren. Ich kann mein Auto ein bisschen abstimmen für das nächste Rennen, wo wir in St. Agatha fahren werden. Dann probieren wir es einmal. Ja, und in welchem deiner Autos sitzt du selber am liebsten drin? Ja, wie gesagt, das ist mein momentanes, einfach die Nummer 1, weil du hast nur Technik, also, du musst dich auf dich selber verlassen. Du bist der Herr über das Ding. Ja, wie du jetzt sagen, wer ist der Stärkere? Ich muss ja meinen Willen aufbändigen. Du hast keine Servolenkung, keine Servobremsen, keine ABS, KSR. Und das ist das Spannende, das ist pure Autofahren. Und die Kraft Mann gegen Auto. Und ich werde ihm wieder zeigen, dass ich gewinne das Wochenende. Aber nicht nur die PS-Monster hier in Großramming wurden von den Zuschauern frenetisch beklatscht. Auch Fahrzeuge aus kleineren Klassen zeigten, was in ihnen steckt.
Gerne nach Großramming kommt auch immer wieder Rudi Rammel mit seinen Wolf WR7 Formel 1, in dem 1979 Keke Rosberg und der unvergessene James Hunt saßen. Ja, in Großramming auch mit dabei natürlich Rudi Rammel. Kannst du uns über dein Auto was erzählen einmal? Naja, gegen die heutigen Formel 1 ist er natürlich nicht flott, aber wir bewegen auch 500 PS und keine 600 Kilo, also ein bisschen was kann man schon bewegen damit. Und es macht vor allem da riesig Spaß, da am Einstallring damit zu fahren. Viel Aufwand ist nötig, um solche komplexe Technik zu beherrschen. Zuständig für den Fuhrpark von Rudi Rammel ist sein Mechaniker Hermann Stadler. Im Jahr 2004 hat der Rammel Rudi angesprochen, ob ich mir da drüber traue, dieses Fahrzeug in Stand zu halten, in Gang zu bringen und auch zu reparieren. Und ich habe mir das zugetraut auf meinen fachlichen Können als Mechanikermeister, dass wir das zusammenbringen. Und auf das hinauf hat der Herr Rammel dieses Fahrzeug von Herrn Walter Wolf gekauft. Und das war Mai, Juni 2004. Mai habe ich ihm zugesagt, Juli hat er ihn heimgebracht. Im August haben wir zum Reparieren angefangen. Im September haben wir gestartet. Ein Name fällt in Bezug auf Autorennsport immer wieder, Jochen Rindt. Naja, ich sage jetzt, jeder, der Motorsport begeistert ist, und ich sage jetzt, meine Generation ist halt da damals durch den Jochen Rindt infiziert worden, auch wenn ich damals 10 Jahre alt war, aber das ist uns halt geblieben. Wir haben einen riesen Spaß dabei und das hält uns jung. Und zum Thema Jochen Rindt gibt es in Österreich nur einen Namen, Joe Willenbart. Willenbart war nicht beim zeitgleich stattfindenden Jochen Rindt Gedächtnisrennen am Salzburgring, sondern er erfreute mit seiner Fahrzeugsammlung die Zuschauer beim Motorradrevival in der Enstal-Gemeinde Großramming. Ja, Benzingeruch in Großramming und Joe, du bist natürlich wieder mit dabei und heuer mit wirklich vor wunderbaren Gusterstickeln. Ja, es ist eine Riesenfreude für uns, da in der engeren Heimat vor allem eine Premiere zu erleben, der Preppem Repco BT25. Mit dem der Jochen 68 in Indianapolis sich qualifiziert hat und auch im Rennen gefahren ist, ist zum ersten Mal in Österreich in der Öffentlichkeit außerdem noch der Lotus 63 Chassis 1, mit dem hat der Jochen Rindt das beste Ergebnis eines vierradgetriebenen Formel 1 Wagen aller Zeiten in Olden Park 1969 eingefahren. Also es sind zwei wirklich Gusterstücke, die nicht so bekannt sind in unseren Breitengraden und die werden Großramming hier zum ersten Mal nach 40 Jahren Donington Motor Museum dem österreichischen Publikum und Rennfans präsentiert. Joe Willenbart ist seit frühester Kindheit ein Fan des Rennsports. Manchen legt es der liebe Gott in die Wiege. Bei mir war es immer so, dass ich mit vielen Autos gespielt habe, bin auf der Tuchhand, im Bett oder in der Schule schon lernen. Und nachdem ich sonst im Leben eigentlich nichts zusammengebracht habe, ist mir nur überblieben, mit den Rennautos zu spielen. Das war meine große Leidenschaft. Ich habe leider den Profi-Rennsport nie erreicht, weil ich einfach weder mit 20 Jahren die Mittel noch das geistige Verständnis mitgebracht habe. Bin dann nach Amerika gegangen, um ein bisschen Geld zu machen und wollte also Rennfahrer werden. Jetzt bin ich leider schon etwas über das zarte Alter eines Rennfahrers hinaus. Aber Jochen Rindt-Fan war ja in Österreich jeder in den 60er Jahren und ich war damals 10, 12, 14 Jahre alt, war in Langenlebern bei den Rennen, war schon 64 in Zeltweg am Flughafen, wie der Jochen sein erstes Formel 1 Rennen mit einem Preppem bestritten hat und da war der Bacillus einfach dann schon platziert und hat mich nie mehr losgelassen. Das ist meine große Freude, meine große Leidenschaft und ich habe immer das Notwendige gemacht, um mir dieses schöne Leben und diese Fahrzeuge, diese Sammlung zu leisten. Aber es ist ja eine Tätigkeit, die dich ja mittlerweile, kann man sagen, in die ganze Welt bringt. Ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal eingeladen worden vom Lord March für Goodwood und habe zum zweiten Mal absagen müssen. Ne? Das letzte Mal war ich im Krankenhaus, leider Gottes. Das haben wir gut hinter uns gebracht, nicht zuletzt durch einen guten Freund, den Werner Rabitsch, Professor Doktor aus Weyer hier, nebenan, gebürtiger. Aber da war ich, wie gesagt, gesundheitlich nicht in der Lage und dieses Mal tue ich Haus bauen für meine Familie, meine Kinder. Wir tun das Haus expandieren. Das war unmöglich, jetzt nach England zu pilgern.
Und wir werden eingeladen von, wie gesagt, Goodwood bis Monza, Monaco, Oldtimer, also Historic Formel 1, Monaco. Und wir kriegen ca. 30 bis 60 Einladungen im Jahr. Das geht vom Flohmarkt über Feuerwehrfest bis zu Benefits-Veranstaltungen, wo wir gern mitmachen, ob es ein Kinderspital ist oder irgendwas in der Richtung, machen wir immer gerne mit, natürlich, wenn es möglich ist. Aber wir können im Jahr so vielleicht 10, 12 Veranstaltungen vernünftig machen und damit müssen wir also immer noch drei Viertel enttäuschen. Autos mit Jochen Rindt-Bezug sind schwer zu bekommen. Der Sammler Willenpart hätte schon noch Gusto auf gewisse Stücke. Von den wirklich wichtigen und nachweislichen Jochen Rindt-Autos haben wir jetzt weit mehr als die Hälfte. Aber es fehlen noch einige, zum Beispiel der Le Mans Siegerwagen Ferrari LM250. Da steht, weiß ich auch, glaube ich, gesehen, fotografiert, ich weiß, wo die Autos alle sind. Nur der Wagen steht in Indianapolis, im Museum von der Indianapolis 500 Racepark. Und der Tony George, der Sohn von den Besitzern und der jetzige Betreiber, hat mehr Geld als der liebe Gott. Also der wird sich sicher von dem Ferrari nie trennen. Der Scheibser kommt seit Jahren sehr gerne nach Großramming. Ja, zum einen war ich vor 4 Jahren hier in Großramming, wie ich nur unter Anführungszeichen den 49er Formel 1 gehabt habe. Da war der 72er noch nicht dabei, da war der Vierrad Lotus nicht dabei. Und ich wurde da so herzlich aufgenommen. Und dann war auch eine enorme Bestätigung. Man hat seither bei jeder Veranstaltung den Rindt Formel 1, den Rindt Helm mit mir inkognito auf dem Plakat. Und jetzt war es diesmal möglich, dabei zu sein und daher haben wir gesagt, wenn, dann ordentlich. Größte Jochen Rindt-Show aller Zeiten, seit natürlich der Jochen Rindt-Show, wie er es seinerzeit noch persönlich betrieben hat. Schön, dass es so ist und wir freuen uns auf das Wochenende. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme, wir sind gerne da. Diese Show, die Joe Willenpart hier in Großramming zeigte, war, ohne die anderen tollen Autos und Fahrer kleinzureden, sensationell. Und auch viele der Fahrer zogen es lieber hierher zum Enztalring nach Großramming und sie kommen gerne wieder. Für mich als Oberösterreicher ist es Pflicht, für diese Veranstaltung mit dem Auto zu besuchen, weil ich finde es einfach toll, wenn es noch Veranstalter gibt, die sich über sowas drüber trauen und das dann durchziehen. Und ganz besonders das tolle Publikum da. Vor dem zu fahren, das ist aber wieder ein Erlebnis. In Großramming wird gleichmäßig fahren. Gleichmäßig schnell, ist uns auch erlaubt im Ortsgebiet. Es darf noch nichts passieren und ich glaube, so vernünftig sind wir alle. Die Leute wollen schöne Motorsport sehen, wollen Hysterie sehen und es ist, wie gesagt, da in Großramming toll. Was gefällt dir an Großramming? Ja, die ganze Veranstaltung ist lässig. Das ganze Umfeld, die ganzen Fans, was da an der Strecke sind, ist echt lässig zum Fahren. Das heißt also, du wirst wiederkommen? Auf alle Fälle. Wenn alles passt, komme ich sicher wieder. Das war jetzt geil. Warte, sie schenke, hinten an. Bist du deppert.